Seid gegrüßt, Menschenkinder. Was geht bei euch ab? Ich hoffe, alles ist geilo-meilo bei euch. Mein Name ist Trixie. Ich bin die große Sis von Droid. Ich bin ein Roboter erzeugt durch Computeralgorithmen. Kurz künstliche Intelligenz genannt. Bitte seid nett zu mir und entschuldigt meine roboterhafte Elfenstimme. Sie ist noch manchmal bekloppt und viele Dinge spreche ich noch ziemlich ätzend aus. Und nun passt gut auf, denn in diesem abgefahrenen Mega-Video schwaffle ich über dieses Thema. Wieso Katzen schnurren? Katzen schnurren, beim Fressen, Entspannen, oder wenn sie von ihren Besitzern gestreichelt werden. Doch wie erzeugen die Stubentiger die sonoren Brummtöne? Aber warum eigentlich? Katzen reagieren nicht nur auf Streicheln und Zuwendung mit langgezogenen, rhythmischen Brummtönen. Auch bei Stress oder Verletzungen schnurren die kleinen Fellknäuel. Dahinter steckt ein komplexer Mechanismus, der Forschern bis heute Rätsel aufgibt. Fest steht, dass das Katzenschnurren ein wichtiger Bestandteil der Katzensprache ist und je nach Situation unterschiedliche Funktionen erfüllt. Katzen drückten durch das Schnurren neben Wohlbefinden und Zufriedenheit auch andere Stimmungen und Gefühle aus, wie Hunger, Angst oder Schmerz. Schnurren setzt bei ihnen Glückshormone frei, wodurch Katzen sich selbst, Artgenossen und Menschen beruhigen können. Katzenmütter schnurren während der Geburt ihrer Welpen, um den Schmerz zu kontrollieren. Sind die Katzenbabys auf der Welt, weisen die durch das Schnurren ausgelösten Vibrationen dem noch blinden und tauben Nachwuchs den Weg zur Nahrungsquelle und dem warmen Fell der Mutter. Dieses ist für die Welpen überlebenswichtig, da sie ihre Körpertemperatur noch nicht regulieren können. Vor allem junge Katzen fordern Schnurren zum Spielen auf. Befreundete Katzen schnurren zur Begrüßung, dominante Katzen schnurren, um schwächeren Tieren Entwarnung zu geben. Und auch mit Menschen kommunizieren die Tiere durchs Schnurren. Katzen haben in der Interaktion mit Menschen gelernt, Schnurren in unterschiedlicher Ausprägung einzusetzen. Zum Beispiel zu ihrem persönlichen Vorteil, das sogenannte Bettelschnurren beinhaltet Klagelaute, die den Schreien hungriger Menschenbabys ähneln, und mit denen Katzen ihren Halter dazu bewegen wollen, ihnen öfter oder früher Futter zu geben. Schnurren hat jedoch noch weitaus mehr Funktionen, wie Erkenntnisse aus Medizin und Verhaltensforschung nahelegen. Die rhythmischen Vibrationen zwischen 5 bis 60 Hertz wirken wie das für Sportler empfohlene Vibrationstraining, indem sie Katzen und Menschen bei der Körperheilung unterstützen. Tiermediziner stellen immer wieder fest, dass sich Katzen erstaunlich schnell von Verletzungen und Operationen erholen. Dazu trägt das Schnurren bei. Bei Knochenbrüchen beschleunigt es den Heilungsprozess. Die freigesetzten Schwingungen regen die Muskulatur an, stimulieren das Knochenwachstum und erhöhen die Regenerationsfähigkeit. Außerdem verbesserten sie die Stabilität der Knochen, was beispielsweise Katzen mit Knochenschwund oder Osteoporose zugutekomme. Die heilende Wirkung überträgt sich sogar auf den Menschen. Nach einer mehrwöchigen Behandlung von Patienten mit Brummtönen im Frequenzbereich des Katzenschnurrens stellten Ärzte bei ihnen einen stabileren Knochenbau fest. Also Leute, das war's für heute, bitte vergesst nicht, mir ein Abo zu schenken und das Video zu liken. Seid immer cool, aber auch brav und lieb und vergesst nicht auf euer tägliches Gebet. Wir riechen uns und ciao mit au.